Herzlich willkommen, lieber Widder. Ich möchte heute kurz einen kleinen Wochenimpuls mit euch machen. Wir sind in Kalenderwoche 2, 8. bis 14. Januar. Oha. Oh, da wirst du ja von allen Seiten belatschert. Herrlich. Oh nee. So, Widder, wir haben hier einmal dich gefangen, gefesselt, mit den Augen verbunden. Du stehst hier irgendwie selbst im Weg. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe hier einen sehr interessanten Einfluss von außen, der dich auch so ein bisschen in diese Lage gebracht hat. Ja? Page der Kelche, das sind häufig manipulative Worte. Das ist so dieses, ich schmiere jemandem Honig ums Maul und kriege ihn genau dahin, wo er eben sein soll, nach meinem Gutdünken. Nicht nach dem, was für ihn das Beste wäre, sondern was für mich das Beste ist. So. Und ich glaube tatsächlich, hier hat dich jemand in diese, ich sag mal, in diese Sackgasse rein manövriert. Ne? Vielleicht hast du aus Herzensgüte einem Menschen geholfen und das hat dir wiederum selber geschadet. Und Page der Kelche ist, wie gesagt, das hat immer einen sehr, sehr manipulativen Anteil. Das ist auch wirklich jemand, der einem permanent, wie gesagt, so ins Ohr sülzt, um ihn irgendwie dahin zu bringen, wo er, was er denken soll und was er glauben soll oder machen soll. Ne? Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr manipulativer Anteil. Jetzt haben wir hier einen König der Stäbe, dem gefällt das gar nicht. König der Stäbe ist eine außenstehende Person, muss kein Mann sein, kann aber auch, also kann auch eine Frau sein oder irgendwas anderes. Ja? König der Stäbe sieht das und der ist gar nicht amused. Ja, also bitte halte dich an König der Stäbe. Häufig bringt er eine Feuerenergie mit oder zeigt sich einfach sehr, sehr, sehr durchsetzungsstark. Das ist jemand, der auch sehr zügig Grenzen setzt. Also wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der sagt, hey, sag mal, wieso lässt du dich denn von dem immer so einlullen? Warum lässt du dich von dem immer manipulieren? Da hätte ich ja schon mal lange durchgegriffen. Dann kann das hier König der Stäbe sein. Der Manipulator ist der Page der Kelche. Ja, also wenn du hier irgendwie in eine Sackgasse geraten bist, gerne einmal eine Innenschau veranstalten, reflektieren, gibt es diese beiden Personen in meinem Leben und wie komme ich da raus? Er wird dir auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung anbieten, auch wenn sein Vorschlag sehr radikal sein wird. Ja? Okay, ihr Süßen, dann haben wir es für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch den kurzen Wochenimpuls angeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut und macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.